Ich soll den Hund nicht im Wasser geben, weil ich noch hinten drin. Servus. Ahoi Leute. Glück auf. Ja, hallo zusammen. Hallo YouTube. Wunderschönen guten Morgen. Ja, wir haben jetzt Samstag 8.32 Uhr. Ich sitze mal wieder in meiner Hängematte. Wir sind nämlich im Pfälzerwald unterwegs. Ja, wer sind wir? Heute wieder dabei, wie letztes Jahr auch in der Pfalz. Zwei Tage der Outer Buddy, Howie, der Felix und der Atze. Und heute haben wir noch einen sechsten Mann dabei, und zwar den Goose von Ruhrpott Outdoor. Wir sind, wie gesagt, schon seit gestern da. Allerdings war es so, dass gestern eigentlich die ganze Zeit geregnet hat. Und zum Filmen war es mir dann eigentlich, ehrlich gesagt, ein bisschen zu anstrengend. Ich habe dann schnell mein Setup hier aufgebaut, Hängematte und Tarp. Und dann saßen wir eigentlich nur noch am Feuer unter einer großen Plane. Und da, ich habe dann zwar gelegentlich mal beim Essen und so weiter gefilmt, aber so zu der Tour selber noch nichts gesagt. Wir sind wieder auf dem Trekkingplatz. Wie gesagt, seit gestern hier. Die erste Nacht jetzt überstanden. Es hat eigentlich auch die ganze Nacht geregnet. Temperaturmäßig war es in Ordnung. Ich habe im Schlafsack schön warm gehabt. Allerdings habe ich eher nur in Etappen gepennt. Weiß auch nicht. Konnte nicht richtig einschlafen. Ich hoffe, die nächste Nacht wird besser. Danke. Darf ich bei dir eine Scheibe Brot gerne? Ja, dann sag ich mal, ihr seid ja schon fast fertig mit dem Frühstück, ne? Aber trotzdem mal Mahlzeit. Mahlzeit. Warum ist deine Schüssel so sauber? Weil ich sie sauber gemacht habe. Ist ausgeleckt, oder? Nee. Was hast du für ein Porridge? Natur? Voll getroffen, ja. Der Gummi von meinem Kocher, der Dichtungsring vom Deckel lag in der Flamme, das hat so gerochen. Alter! Ja. Aber hast du da raus? Gerade eben habe ich es jetzt gemerkt, der ist im Arsch. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, geil, oder? Du musst eigentlich nur erstmal einmal ausmachen und dann wieder weglegen, ja? Nicht aufliegen lassen. Ne? Nee, der ist abgefallen vorhin schon. Abgefallen so, okay. Vorhin. Das hast du nicht gesehen beim Anbrennen? Beim Anbrennen? Beim Anzünden, meine ich. Aber hast du ein. Das ist immer noch voll. Ja, Frühstück ist so weit verdrückt. Ich habe jetzt noch eine schöne warme Tomatensuppe. Die anderen sind alle schon irgendwie am Abbauen. Howie baut auch so seinen Kram zusammen. Das merkt man doch, dass das jetzt gestellt ist, oder? Finde ich jetzt irgendwie gar nicht. Ich werde jetzt dann auch mal meinen Kram einpacken. Ach, mich kraut, ey. Na gut, hast du keine Socks? Du hast keine Socks dran. Ich ziehe das einfach die Socks drüber und dann ist das Tarp eingerollt. So, ja, das ich habe halt mein Tarp ja nicht mal dabei. Das ist richtig. Ja. Aber das ist doch geil, das große Tarp. Ja, das ist schon cool.
Ich könnte kotzen, wenn ich daran denke, das Ding jetzt abzubauen. Ne? Ja, vor allem musst du es halt nachher nass wieder aufbauen. Das ist halt auch richtig scheiße. Ich habe jetzt schon das Gefühl in den Händen. Ja. Na gut, ich habe Handschuhe, aber die sind halt auch pitchen. Das sieht mittlerweile aus, als wäre es ein Leopardenmuster. Ja. Wir bleiben einfach hier? Nee, wir bleiben nicht einfach hier. Ja, jetzt machen wir es durch. Wow. Was für Anspruchsvolle. Du hast minus 7 Grad. Im Stuttgart haben wir beim Dreharbeiten. Ach, da war, wo du abgeflossen hast, oder was? Mhm. Da, wo du nicht nur Assi, sondern auch obdachlos warst. Nicht nur wie sonst. Kann ich werfen? Das schiebt schon wieder, ne? Schichte. Also klemm dir den mal zwischen den Schuhen ein, wenn du von rechts und links die Schuhe dran hältst. Genau, dann kannst du von oben schön Gas geben. Ich mach's dir mal das. So? Rausgezogen. Ja, yeah, aber vorsichtig, dass er sie nicht langsam raus. Aber ja, jetzt wieder. Jetzt. Was ist mit dem Faden? Du schneidest du einmal quer durch und dann zieht man ab. Ist das der besagte Wärmefaden? Nee. Ja, das ist der Wärmefaden. Einfach Scheiben schneiden und dann muss halt jeder den Faden selber für sich. Ja, das finde ich auch gut. Ja, ich esse mit. Ach, scheiß drauf. Dieser Geruch. Das ist der Knaller, ne? So. Ja. Der ist ein bisschen Poke. Du kriegst hier noch ein bisschen Kruste von hinten. Oh, du kriegst das Erschle. Achso, warte mal, ein bisschen wenig Erschle. Ich habe alles auf mein Sulki draufgeladen, auf den Bandpacker. Ja, wir quatschen jetzt noch ein bisschen und beraten, was wir heute Abend essen. Und dann werden wir langsam mal loslaufen, um zum nächsten Trekkingplatz zu kommen. Gesundheit! Danke. Ja, ich kann ja mal so ein bisschen was zum Anhänger ein bisschen erzählen. Also ich habe den ja gestern hier den Berg hochgezogen und es war schon heftig. Ging schon richtig steil hoch und da muss man sagen, merkt man das dann schon, das Gewicht, das muss man dann ganz schön ziehen. Vor allem wenn der Boden rutschig ist, ist es natürlich dann im Wald auch mal ein bisschen gefährlich, sage ich mal. Jetzt hier Berg runter ist ziemlich cool. Ich habe ja die Bremsen rechts und links. Jetzt habe ich natürlich nur eine Hand frei, weil ich mit der anderen die Kamera halte. Aber es ist ganz cool. Ich kann beim Fahren das Gewicht abbremsen. Und das braucht man auch, weil wenn da wirklich Gewicht hinten drauf ist, schiebt das Teil ganz schön. Also auf jetzt hier flacher Ebene es ist einfach genial zu laufen. Ich merke natürlich, dass das Ding hinter mir hängt, der Trailer.
und dass das Gewicht halt auf meiner Hüfte sitzt. Aber ich habe quasi 0,0 Belastung auf meinen Schultern. Das ist schon sehr angenehm. Gestern hatte ich den Fehler, ein bisschen zu viel in der Hosentasche zu haben. Und ich hatte noch ein feststehendes Messer am Gürtel. Das hat ein bisschen genervt an der Deichsel. Die habe ich jetzt weg und jetzt läuft es auch wesentlich entspannter, weil nichts mehr irgendwie im Weg ist. Da vorne kommt jetzt noch ein ziemlich heftiges Stück Serpentinen den Berg runter mit schmalen Wegen. Das wird jetzt auch nochmal eine kleine Herausforderung. Ja. Gestern berghoch hat auch der Felix ein bisschen von hinten mit dem Stock geschoben. Das hat ziemlich geholfen. Also wenn man da zu zweit unterwegs ist, ist das eine recht coole Hilfe. Ja, und dadurch, dass das Ding halt auf zwei Rädern läuft, ist es super stabil. Da musst du nichts auspendeln oder so. Also das funktioniert wirklich super. Das war jetzt ein ordentlicher Ritt, die Serpentinen runter. Aber es geht. Also wenn man langsam macht und mir die Bremsen gut einsetzt, dann kommt man ganz gut vorwärts. Ich zeig's euch mal, wir sind von ganz da oben gekommen und sehr enge Kurven runter. Da muss aufpassen, wenn der Wagen sehr schräg steht und mit dem Deichsel nicht zu sehr gegen drückt, weil ja, das sind nur Alurohre. Die reißen dann natürlich sonst auch irgendwann ab. So, jetzt sind wir aber gleich unten und dann kann es weitergehen. Wir sind mitten im Wald und jetzt gar nicht mehr so weit vom nächsten Ziel entfernt. Da vorne kommt eine Hütte, das wird es wahrscheinlich nicht sein. Das ist vier Buchen. Das ist vier Buchen. Was hat es da mit der Spinne auf sich? Nee, das ist eine Wegspinne halt einfach. Ach, eine Wegspinne. Ja. Okay, also von da aus jetzt hier nochmal vielleicht Viertelstunde oder so. Ja, ja. Dann sind wir da. Zum Glück hat es jetzt zum Regen aufgehört. Das hat jetzt die ganze Zeit, wo wir gelaufen sind, mal so ganz fies genieselt. Ja, ja, hier läuft es sich ganz gut. Hier ist der Weg schön eben. Hier ist so ein Waldweg mit Laub. Und schön gleichmäßig, da läuft man mit dem Anhänger richtig gut. Wohin? Geradeaus? Ach da, so seitwärts hier so? Okay. Gestern habe ich an der Hängematte geschlafen. Heute schlafe ich auf dem Boden. Und ich will ein kleines Feature noch nutzen, was der Benpacker auch noch bietet, denn die Deichseln kann man ausbauen und als Tarpstangen benutzen. Ich werde einfach hier mit dem Adventure Tarp, mit dem Wing Tarp, ein A-Frame aufbauen und rechts und links einfach die Deichseln als Tarpstangen benutzen und dann mit Heringen halt abspannen. Dazu gehe ich hier in diese kleine Grube hier oder Mulde. Hier mache ich jetzt gleich noch die Blätter ein bisschen weg und dann baue ich das hier auf. Ja, Felix hat sich eine Lehne gebaut. Habe ich auch, hat es ganz simpel gehalten. Möglich, weil das oben, so, jetzt Felix Probe sitzen, oder? Ja. Mit dem, oh, ich habe ja dieses Wireless Go, dieses Rode Mikro. Und? Das kannst perfekt. Du da einstöpseln, okay. Und dann, wenn du den Bildschirm hochgeklappt hast, klippst du das einfach oben dran fest, weil es okay. Ist ja kein Mikro, kein Schuh. Klippst es einfach an den Bildschirm fest und dann passt das eigentlich. Karl ist jetzt immer in der Mütze oben. Umbaumaßnahmen hat oder so, so geil. Dann stört mich auch nicht gleich eine große Kamera mit. Halt ich auf jeden Fall. Das halt jetzt warte ich alles drauf. Gehst aber in die Analytics und da siehst du sie dann sowieso. Bitte? Im Dashboard steht es jetzt. Und dass du praktisch hier den Wing-Tarp in A-Frame so rüberspannst. Zwei Stück, zwei lange und dann spannst du runter bis knapp auf den Boden oder sowas. Siki, wo ist die Stange, die wir weggeworfen haben? Hä? Den größten Teil, was du zum Spalten? Da. Ah, da. Ja, wir haben uns jetzt mal ein Dach gebaut, weil es wird ja eh wieder regnen und da die Bäume viel zu weit auseinander stehen, haben wir das Ganze jetzt mit so zwei Stecken gemacht und rechts so will ich dich sehen, mein Freund. Richtig gut, so sitzen wir jetzt safe und können schön Feuer machen. Das geht alles in eure
Mittlerweile ist es schon richtig, richtig spät für unsere Verhältnisse. Es ist gerade mal 20 nach 8. Aber wir sitzen schon seit Ewigkeiten hier am Feuer und quatschen eigentlich nur Blödsinn, essen, trinken und haben richtig viel Spaß. Ich habe nicht viel gefilmt, weil es einfach auch nichts viel Filmenswertes gab. Ja, muss ja auch nicht alles auf Band gebannt werden. Ja, du hast schon abgebaut? Genau, ich habe schon abgebaut, habe die kleine Regenpause ausgenutzt. Sehr und irgendwie, clever. Ich finde es so am zweiten Tag, gut, du hast jetzt ein anderes Setup, aber wenn man so aus dem gleichen Setup unterwegs ist, geht es auch dann irgendwie schneller, weil das stimmt, die Handgriffe passen, man weiß, wo was hinkommt. Gut, jetzt bei mir sind jetzt ein paar Sachen weg. Essen, die jetzt nicht mehr in den Rucksack rein das müssen auch, und so. Genau, genau, die Getränke sind, geht's dann sind schneller. Entsprechend getrunken. Von dem ist der Rucksack auch viel leichter, Wasser ist aufgebraucht. Ja. Das ist schon nochmal ein deutlicher Unterschied. Und der Platz, fandst du geiler wie gestern? Ich fand den Platz hier fand ich besser als gestern. Einfach, weil man ein bisschen mehr gefühlt... Zentraler sitzt, ne? Also auch zentraler so. Sitzt, genau, man kann sich außen rum, es ist ein bisschen geräumiger. Der Platz gestern war doch relativ schmal, fand ich. Ja, ja. Also der war auch schön. Weil er halt so am Hang war und du den ganzen Hang ja nicht mitnutzen konntest. Genau, quasi, ne? Genau. Aber an sich war bis jetzt ja eigentlich fast jeder Platz. Ja, ja, nee, also klar, ein richtiger Reinfall war eigentlich wieder. Das ist immer so Jammern auf hohem Niveau. Klar. Also, aber eigentlich so, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich glaube ich lieber noch mal eine Nacht länger hier bleiben. Ja, ja, ja. Ich finde auch den Aufbau echt cool, den wir da gestern noch gezimmert haben. Ja. Das ist halt Gold wert, wenn du halt einfach zwei Tage irgendwo bist und es regnet und du hast kein Dach und hockst dann am Ende dann nur unter deinem eigenen Shelter irgendwie, ist dann auch irgendwie scheiße. Und man hat immer so das Gefühl, das ist so wahnsinnig viel Aufwand, so was Großes, jetzt Hohes hier zu bauen. Ja. Aber an sich war das ja auch 20 Minuten, eine halbe Stunde. Super schnell gemacht und ich meine, wir hatten ja richtig Wind auch. Ja, Sturm ja. würde ich jetzt nicht sagen, aber schon sehr starken Wind und das Ding hat ja wunderbar gehalten. Also da auf jeden ja Fall. Nichts, ja. Gut, dann baue ich jetzt auch mal fertig ab, damit wir langsam mal nach Hause kommen. Ups. Das umladen beim Auto. So, das Dach ist abgebaut. Da hinten wird die Folie, die Plane gerade weggetragen. Felix nimmt die wieder mit. Warte, ich habe deine Kamera mal beim Zeltabbau da. Genau, alles ist eingepackt soweit. Feuer brennt noch ein bisschen, das machen wir jetzt dann gleich noch aus. So, Rucksäcke sind gepackt, Lager sind soweit alle abgebaut. Den Müll noch einsammeln und dann kann es losgehen. Ja, was sagt man immer so schön, gell, am Schluss von so einer schönen Tour? Tschüss! Genau. Nee, ich danke auf alle Fälle den Jungs, war wieder sehr, sehr geil, Felix. Dankeschön. Atze. Dankeschön. Gose. Der Gruß. Howie. Und natürlich auch Outdoor Buddy. Ja, wir hatten sehr schöne 2,5 Tage. Es war leider sehr regnerisch, aber wir hatten trotzdem viel, viel Spaß. Ja, es ist nicht immer alles für die Kamera bestimmt, was hier so passiert. Das ist auch ganz gut so, glaube ich. Aber ja, wie gesagt, wir hatten viel Spaß, auch bei regnerischem Wetter. Gut gegessen, gut getrunken und einfach eine gute Zeit erlebt. Vielen Dank und ich freue mich schon aufs nächste Jahr. Ich auch. Danke fürs Reinschauen. Ihr wisst ja, unten abonnieren und die Glocke nicht vergessen. Schaut bei Instagram vorbei und natürlich schaut bei den Jungs auf den Kanälen vorbei. Verlinke ich euch unten alles in der Infobox. Alle die Ohren steif, bis dann. Ciao. 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 Ciao.